Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ich will doch mal schauen, ob ich nicht gemeinsam mit Biff, der übrigens keinen Heiltrank braucht, hier diese Drachensnapper besiegen kann. Und ich sehe schon, zu weit nach rechts dürfen wir nicht abdriften. Da steht nämlich ein Ork. So, ich halte mal hier meinen Eisblock bereit, wie gesagt. Und dann friere ich den hier mal ein. So, was war das so der Plan? Bleibt er lange genug einge... Ups, sorry Biff, sorry, war keine Absicht. Ja, das funktioniert aber frei. Sehr schön. Wow, perfekt. Nichts zu plündern. Nichts zu holen, schade. Biff, du bist so ein bisschen angeschlagen. Willst du einen Heiltrank? Brauchst du Heilung? Klar, schaden kann's nicht. Ich gebe ihm mal den kleinsten Heiltrank. Okay, er braucht noch einen. Brauchst du Heilung? Klar. Ja. Und zwar nochmal den kleinsten. So, ja, das reicht. Ich will ja hier nicht verschwenderisch sein. So, dann hätten wir hier noch einen Varg. Und da hinten einen Ork-Schaman. Biff, weißt du was? Komm mal mit. Wir nehmen die andere Seite. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heiß. So viel auf einmal. Außerdem habe ich ja noch Käse dabei, ne? Für Engrom. Nee, Engrom war der Kumpel, der weg war. Aber für Engroms Kumpel habe ich Käse dabei. Und vielleicht interessiert es den ja auch, wo sich Engrom rumtreibt. Und dass er vom Bösen besessen ist und so. Ne, das war ja hier so. Wann war das? Vor 2 Folgen, glaube ich, war ich hier. Genau, da hatte ich ja leider keinen Käse dabei. Aber jetzt habe ich, glaube ich, aufgepasst und sollte einen dabei haben. Talbin war es, genau. Talbin, hier dein Käse. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Ich bin bereit, einen Lernpunkt auszugeben. Nö, das ist es mir nicht wert. Ich brauche meine Lernpunkte für Magie. Ich habe deinen Kumpel Engrom gefunden. Ja? Wo ist er? Ich denke nicht, dass du ihn jemals wiedersehen wirst. Oh. Hier, ich habe deine Lorca-Haut bei ihm gefunden. Die Suchenden haben sich seiner bemächtigt. Die Suchenden? Wer soll das sein? Schergen der Unterwelt. Sie sind die wahren Anführer der Orks. Bei Innos, ich muss hier raus und wenn ich dabei draufgehe, jetzt oder nie. Du, ich kann dich auch... Dann halt nicht. Wollte gerade sagen, ich kann dich auch zurückbegleiten. Andererseits, der Weg ist ja soweit frei. Von daher passt das ja. So, mir fehlen 40 Mana-Punkte. Dann will ich doch mal etwas verschwenderisch sein und einfach mal einen 50er-Trank trinken. Soll's. Und dann hoffe ich mal, dass Biff schwimmen kann. Weil wenn nicht, hat er hier ein Problem. Aber er kann schwimmen. In der fetten Drachenjägerrüstung. Nicht schlecht, hey, nicht schlecht. Der Typ hat's drauf. So, da drüben ist die alte Mine, da will ich gar nicht hin. Ich will zum Eis, ich will zum neuen Lager sozusagen. In Gothic 1 gesprochen. Aber das hier sieht mir auch so ein bisschen aus wie so ein Ork-Lager. Sie sind auf jeden Fall Lurker, mit denen komme ich zurecht. Und da hinten sind Menschen. Drachenjäger, hey, was sagt's denn? Ach Mist, meine Erfahrung, Mann. Warte mal. Hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Ach, das sind die vom Anfang. Guck mal, hier sind die. Ach, guck mal einer an. Nichts zu holen. Und hier sind noch ein paar Dunkelpilze. Die nehme ich gerne auch mit. Nichts zu holen. Bei Lurkern gibt es halt leider nichts zu holen, wie immer. Außer natürlich Erfahrung und die nehme ich mir gerne. Ach, guck mal, hier ist plötzlich ein Brett, dass man hochlaufen kann. Das war in Gothic 1 nicht der Fall. Und realistisch gesehen müssten darunter auch Pilze wachsen. Tun sie aber nicht. Schade. Schade, schade, schade. Komm, Biff. Wir gehen hoch. Moment, warte mal. Bevor ich da jetzt blind reinlaufe zu dem Eisdrachen, also zu dem Drachen im Eis, ich schätze mal, das ist ein Eisdrache, würde ich mal schauen wollen, ob die hier
nicht sich mir anschließen möchten. Auf der Jagd nach dem Eis. Ich sage einfach mal Eisdrache, was soll's. Was ist da drin? 3 Dietriche, sehr schön, perfekt. Davon brauche ich eh mehr. Was hast du anzubieten? Ah, okay, hier würde ich Käse kriegen. Brauche ich aber nicht. Heilkraut brauche ich auch nicht. Eintopf brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich hier gar nichts von. Interessant wären vielleicht die Pfeile und Bolzen. Eher nicht, ne? Ach so, da habe ich ein paar. Ja, so als Wertanlage. Gib mal her. Ich brauche Informationen. 50. 50 Gold, okay. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Über die Drachen. Erzähl mir mehr über die Drachen. Drache ist nicht gleich Drache. Es gibt einige, die das gesamte Land mit einer meterdicken Eisschicht bedecken können. Andere leben lieber in sumpfiger Umgebung oder in Vulkanen. Ich brauche Informationen. 50 Goldstücke. Was? Pro Information? Das ist mir zu teuer. Wow. 50 Info... Ich dachte, ich zahle ihm einmal 50 und dann erzählt er mir alles. Das ist dann ja super teuer. So, erzähl mal, wollt ihr euch mir anschließen? Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber wir haben nachts... Ja, das kenne ich alles schon. Hier, hast du was zu trinken? Bringt das jetzt was? Mir geht's schon viel besser. Ich könnte Bäume ausreißen. Dann lass uns doch gemeinsam Drachen jagen. Ach, Mist. Hier ist dein Geld, ich will trainieren. Du wirst es nicht bereuen. 300 Gold. Lass uns mit dem Training beginnen. Sieh an, selbst ein Magier bedient sich der Nahkampfwaffe. Einhand, Zweihand. Okay, gut zu wissen. Werde ich jetzt vorerst... Vielleicht... Werde ich das trainieren? Ich überlege gerade. Habe ich gerade realistisch die Chance, meine Magie zu erhöhen? Nein. Aber der nächste Levelaufstieg wird auch noch relativ lange auf sich warten lassen. Deshalb ist es vielleicht gar nicht verkehrt, die Lernpunkte jetzt erstmal zu sparen. So, wie komme ich jetzt da am besten hoch? Nach links. Ich könnte über den Fluss hinüber zumindest mal die Lurker jagen. Ja, zumindest ein bisschen ein kleines Erfolgserlebnis, wenn ich das mache. Sehr schön. Oh, oh, was ist das? Das sieht groß aus. Ist da ein Troll? Ja, da ist ein Troll. Okay. Da will ich dann vielleicht doch spontan nicht sofort hin. Aber... Was gibt denn hier diese Höhle? War ich hier schon drin in Gothic 2? Ich weiß es nicht. Ich weiß, im 1er war ich drin. Oder bin ich hier... Ach nee, ich glaube, ich bin sogar hier mal den Fluss lang geschwommen, weil ich da sicher war, ne? Als ich noch schwach war, im 2. Kapitel oder so. Da müsste diese Truhe jetzt ja... Ah... Rechts, links, links, rechts. Okay. Ich war hier, aber die Dietriche waren aus. Richtig, so war's. Aber alles andere habe ich eingesammelt. Naja, immerhin war ich hier. Habe ich noch ein paar Pfeile und ein bisschen Gold gefunden. Ja, gehe ich rechts oder links rum? Das ist eine sehr gute Frage. Ich will nicht bei dem Troll vorbei. Also versuche ich mal rechts rum zu gehen. Mal schauen, was hier auf mich wartet. Außerdem brauche ich 15 Lebenspunkte. Das sollte vielleicht heilen, während ich hier noch in der Nähe bin. Also während ich in der Sicherheit bin und nicht von irgendwas angegriffen werde, wie einem Troll oder Orks oder so. Geh bloß weg mit deiner Magie. Leute, wir sind auf einer Seite. Wir kämpfen gegen die Drachen. Alles gut. Hey, was ist das denn? Hä? Was ist denn hier los? Warte mal. Okay. Das ist seltsam. Ich dachte, da wäre eine Pflanze gewesen, die ich sammeln kann. So, ach guck mal, hier ist schon Eis. Das ging ja... Ratzfatz ging das. So, erstmal die Ecken checken. Nicht, dass da was in den Rücken fällt.
Und, ach, da oben sind ein paar Snapper. Schau mal einer an. Und ein Drachensnapper. Tja, Biff, was meinst du? Schaffen wir die? Ich würde ja mal sagen, wenn ich den Drachensnapper einfriere, dann könnten wir die restlichen in der Zeit schaffen, bis er wieder auftaut. Aber es sind zwei Drachensnapper. Verdammt, was? Jetzt habe ich Biff eingefroren. Das war extrem dämlich. Das war extrem dämlich. Was zum Henker? Warum hat der Erste nicht getroffen? Was zum... Warum? Verstehe ich nicht. Der hat doch getroffen. Also, nicht warum er nicht getroffen, sondern warum er nicht gewirkt. Hat er getroffen. So, siehst du, geht doch. So, Biff, komm her. Boah, da ist noch mehr Drachensnapper. Oh, oh. Flucht nach vorne. Ja, genau, Biff. Den Eingefrorenen zuerst, natürlich. Ist auch die größte Bedrohung. Verdammt, den wollte ich gerade einfrieren. Da war ich ein bisschen zu langsam. Okay, das wird hier leider nichts mit den... mit drei Drachensnappern und so vielen kleinen Snappern noch. Ich dachte, die kleinen Snapper an sich sind gar nicht so sehr das Problem. Aber sie verwirren halt Biff, damit er sich nicht aufs Richtige konzentriert. Ich glaube, drei Drachensnapper an sich würden funktionieren. Ich könnte zwei einfrieren. Dann würden wir das im Zweifel, glaube ich, schaffen, zwei zu einen zu besiegen. Bulko und Silvio, hey, wer sagt's du, denn? Magier machen mich immer nervös. Geh woanders hin, hier gibt's nichts zu holen. Schon klar, wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es, verschwinde. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir 1000 Goldmünzen. Ist das nichts? Ich hab schon genug. Was hast du davon, wenn ich es tun würde? Es kann dir doch egal sein. Aber um deine Frage zu beantworten, ich will in die Eisregion. Dummerweise stehen mir diese verdammten Dinger im Weg. Was willst du in der Eisregion? Du hörst nicht auf zu fragen, was? Na gut, ich werde es dir verraten. Hier, hinter diesen Felsen findest du ein Ödland aus Eis, wie du es noch nicht gesehen hast. Dort verbirgt sich ein Schmuckstück von einem Eisdrachen mit seinem fetten Hort. Den will ich. Also, was ist jetzt? Ja oder nein? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm, jetzt blass dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen voll. Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Im Sumpf nicht mehr. Okay, wo sind seine Männer, die hier gefallen sind? Oh, Eiswölfe. Cool. Oh, die sind so hübsch. Nein, ich will sie nicht töten. Die sind so hübsch. Nein, ich will nicht. Biff, tu's für mich. Ich will nicht. Hey, die sind stärker als normale Wölfe. Deutlich stärker sogar. Ach du Scheiße, wie stark sind die denn? Biff, Rückzug. 150, hä? So schwach? Warum kann ich dem da nichts an Schaden machen? Biff, Hilfe! Geh gleich drauf. Ja, das war's. So, und außerdem ist hier noch ein... Oh, ein Echsenmensch.
Okay, Hexenmenschen sogar, wie es aussieht. Oh mein Gott. So oft wie hier bin ich schon lange nicht mehr gestorben, so direkt am Stück. Uiuiuiui. Also ich dachte ja eigentlich, dass diese Eiswölfe ganz normale Wölfe sind, nur halt dunkel gefärbt. Jetzt nicht in die Snapper reinlaufen, sondern schnell zu Silvio wieder runter. Okay, wie schaffe ich die Eiswölfe, ohne zu nah an die Echsenmenschen ranzukommen? Nun, ich werde erstmal hier nochmal das Gespräch nachstellen mit Silvio. Bla bla bla. Zack, zack, zack. Das kennen wir, das kennen wir. So, machen wir es nicht selber weg. Ups. Ich lasse mich auf deine Spielchen nicht ein. Ach, dann versch... Mist, nein, das wollte ich gar nicht. Ach, ich bin doch blöd. Und jetzt weiß ich immerhin... Ich muss mich hier umdrehen. Hey Biff, guck mal, ich kann nämlich drüber hüpfen. Hättest du nicht gedacht, wa? Ach ja, was soll's. Wisst ihr was, das Gespräch mit Silvio werde ich zwischen den Folgen nachstellen. Die hier ist nämlich gleich zu Ende. Ich werde jetzt stattdessen... Also ich schätze mal hier beim Eingang... Hey, du. Schon. Ja, das kennen wir. Ich schätze mal hier beim Eingang zum neuen Lager, wo der damals war, wird so ein Eisriese sein. Ich schätze mal, so ein Eisgolem ist das. Ja, dachte ich, zwei sogar. Oh mein Gott. Und da liegen auch zwei Tote rum. Die will ich mir doch glatt mal anschauen. Schinken, Snapperkraut, Fels... Was? Feldrüberzangen? Wow! Oh, ich fühle mich so hilflos. Biff, lass dich nicht einfrieren, bitte. Hey, hey, warum hänge ich noch? Warum hänge ich noch? Das ist ja fies. Okay. Das wird so auch nix. Oh mein Gott, was tue ich hier? Was tue ich hier? Beziehungsweise, was soll ich hier tun? Ich fühle mich nicht annähernd stark genug für hier. Ich könnte jetzt natürlich... Naja gut, ich habe jetzt noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich versuche das nochmal ganz gechillt und speichere hier nochmal eine Runde. Ich versuche es nochmal, was soll's. Komm, ich kann auf jeden Fall zaubern. 1, 2, 3, 4... Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Feuer gut ist gegen Eis. Das Schöne ist aber, seht mal, die haben gar nicht so viel Reichweite. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz gemütlich meinen Mana wieder auffüllen. Oder kann es sein, dass vielleicht Feuer nicht besonders gut ist gegen Eis? Dann probiere ich es mal mit Blitz. Okay. Warum kann der jetzt plötzlich doch auf mich schießen? Das wird sowieso nichts, weil sobald Biff vorläuft, habe ich eh verkackt. Sobald Biff vorläuft, kommen sie beide her. Und mit beiden auf einmal komme ich nicht zurecht. So kommen wir nicht zurecht. Ich versuche mal einen Kugelblitz. Wie viel Schaden der macht. Der macht so ziemlich gar nichts, wie ich sehe. Dann lieber doch den Feuersturm. Ach, die laufen ein Stück her. Deswegen haben sie dann plötzlich treffen können. Okay. Das ist der Grund. Okay. Ich verstehe. Nun denn, dann trinke ich mal zwei hiervon. Dann sollte ich aber ja die Stück für Stück leiten können, meinen Feuerzauber. So, jetzt wieder ein Stück zurück. Zwei Mana-Tränke kippen. Ah, das geht. Es geht schon. So ist es nicht. Es geht schon. Er ist auch gleich weg. Wer sagt's denn? So, komm, das wäre doch gelacht. Das muss doch gehen. Das muss doch gehen. Und mit dem zweiten kann ich mich dann vielleicht sogar gemeinsam mit Biff anlegen. Reichen hier zwei? Ja, hier reichen zwei. Kann ich denn den anderen einfrieren? Funktioniert das? Oder ist der immun gegen Eis? Nee, ich kann nicht einfrieren. Biff, pass auf. Komm her. Nicht treffen lassen von dem Zauber. Hey, du. Ja,
Das liegt daran, dass ich hier in diesem Spielstand noch nicht bei Silvio war. Okay, ich mach mein Mana wieder voll. Und dann würde ich mal sagen, lege ich mich nächstes Mal hier gemeinsam mit Biff nochmal mit den Eisgolems an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.